So, also, ich hab grad so gemerkt, what the fuck, Alter, so hat das Mikro gerade natürlich zu ausgefallen. Sollte es mal wieder funktionieren. Session. Ja, ist ein kompetenter Typ, müsst die ersten zwei Minuten nachkommentieren, macht Spaß. Aber jetzt immer wieder. Quasi da. Der Farb einer, der ist ein Kollege von allen. Nee, da kommt man Farbe her, anscheinend zu fallen, sowas. So, und da ist jetzt die Post und da müsste aber eigentlich ist ein Tod. Der? Mit dem man in die Post gehen kann. Zumindest war das bei einem Kollegen von mir so. Also, YouTube-Kollegen. Also, den kenne ich nicht. Ach, egal. Ihr wisst sicherlich, wen ich meine. Aber irgendwie ist hier jetzt noch tote Hose. Irgendwo wird der Schlüssel sein, wenn wir jetzt 3 Stunden wahrscheinlich brauchen, ihn zu suchen. Irgendwo ist er. Und der ist die Hauptsache. So sieht's aus. So sieht's aus. Ihr könnt in meine Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel besitzt. Und selbst schon einen Schlüssel gefunden habt oder ob ihr es gar nicht besitzt, dann könnt ihr den Schlüssel natürlich gar nicht gefunden haben. Das ist ja klar. So, hier war die erste Stelle, wenn wir zurück erinnern an den ersten Part. Am Release-Tag, das war ein ganz nice, das sind wir da. Am Boot, was hier im Hafen liegt, angekommen. Kam jetzt auf die große. What is this? Guck einfach mal, ja. Du brauchst ein Dings. Ja, das Dings bekommst du sogar ein bisschen weiter. Wenn du weiter gehst, bekommst du so eins. Vom nächsten Tod. Der da halt so eine Kiste ist. So, da ist wieder Münzen. Münzen sind sehr wichtig, weil man damit Karten kaufen kann und muss. Und diese braucht man dann wiederum, um Gegner zu besiegen, wie ihr. Ja, so ein Mist, aber überlegen jetzt gerade erst, wo das Schlüssel ist. Also auf dem Ziff glaube ich nicht, dass der da ist. Aber den sind wir ja hergekommen. Das müsste einfach wirklich zuerst die anderen Level 100% machen. Das kann auch sein. Das Level haben wir jetzt schon gemacht. Das erste muss da wieder rausgehen. Oder totwinken. Viel ich weiß, ja. Falls du, ja, genau. Falls. So, ich denke mal, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das Level hatten wir ganz abgeschlossen gehabt. Zumindest gut weit genug, um an Stern zu kommen. Oder? Ja, nicht 100%. Ja, gut, das müssen wir halt so halten. Da fehlt noch auf jeden Fall ein Stern. Wie man sehen kann, hier halt auch noch und ich glaube beim anderen. Dann suchen wir hier erstmal einen und noch vielen Sternen. Und dann sollten wir aber auch irgendwie zum Schlüssel kommen. Hoffentlich ist das der Weg zum Ziel. Bei Grafik ist das Spiel eigentlich erstmal mal wirklich schön gemacht. Und wir bekommen die Karte, das ist nice. Und können wir auf Gegner draufschlagen, gehen wir da ins Haus. Damit ein Tür. Ganz wichtig ist immer die Farbe einzusammeln, weil die ist wichtig. Weil die. Ja, dort. Man kann nie genug Farbe haben. Besser man hat zu viel als zu wenig. Alles klar. Oh, hallo Mario, vielen Dank, dass du uns befreit hast. Ja, bitte immer doch. Wir waren gerade auf einem Ausflug, als die Saigas auftauchten, haben wir uns hier drin versteckt. Aber irgendwie hat sich die Tür verklemmt und keiner von uns kam da raus. Alles klar, das war eine Pamis, die wohl ganz schnell wieder, die wir ganz schnell wieder vergessen werden. Ja, es gibt natürlich kein Fenster und nichts, ne? Was kann ne? Alles klar, ne? So, vielleicht ist der Schlüssel ja.
Ich glaube, du musst den Schlüssel zuerst abschließen, dann nochmal so Post gehen, dann bekommen wir den Schlüssel. Das kann auch sein. Karten sind ganz wichtig. Möglichst viele im Absahen. Nein. Das wäre auch eher schlecht, wenn es erreichen würde. So ein komischer Typ. Ja, hier musste Farbe. Jupp. Dein erster Kampf, ein historischer Moment. Einfach Farbe drauf. Jetzt einfach auf Zeiger draufhauen. Prima, und das hat einen Kampf. Jetzt musst du die Karten anwenden. Jetzt musst du dich schützen. Weil das ist die erste Karte. Und der muss auf Zeiger draufhauen. Oh! Ja, das haben wir halt irgendwie abgefallen. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir den, vielleicht haben wir damals mehr Glück. Ich weiß nicht, wie viele. Also für das halbe Zeiger, da musste einer eigentlich noch reißen. Boah, vor allem wenn er farbig ist, dann reicht er locker. Du musst A drücken, dann bin ich drauf raus. Yep! Das Tiger ist Geschichte. Und da gibt's wieder einen Haufen an Sachen, die man bekommt, die du auch einsammeln solltest. Sehr gut. Die abgenutzten Hammer, die irgendwie immer abfallen. Ist doch immer dasselbe. Übrigens, liebe Leute, wir können jetzt auch, wenn ihr das Video seht, endlich heute oder morgen mit Pokémon Sonne als Let's Play anfangen, weil ich hab's endlich geschafft. Mir da zu holen auf den Emu. Darauf freue ich mich schon. Nachdem das Spiel so gehypt ist, ist es klar, dass wir es auch spielen müssen. Und spielen werden. Da hängt so ein Bild von Saigai. Als ob da so ein. Als ob da so ein. Ja, so. Als ob da irgendwie so ein böser Gegner, das war da glaube ich nicht, der den schon hatte. Ob jetzt irgendwie so ein böser Gegner einfängt, in ein Land zu einmarschieren und so ein Bild für uns aufzuhängen. Ich meine, der Hitler ist ja auch nicht, hat auch nicht ein Bild aufgehängt, wie in andere Länder einmarschiert ist. Keine Ahnung. Mir ist nichts Besseres eingefallen. So, wir müssen schauen, wo der andere Stern ist und ich habe gerade keinen Peil. Aber wir werden ihn sicherlich finden. Da darf man. Ja, morgen schon der erste Advent, ne Leute. Da wird es dann weihnachtlich hier. Alles klar. Ich denke erst gerade nur so, alles klar. Wer weiß, vielleicht tue ich jetzt auch in so weihnachtliche Texturenpack. Ja, das ist ein Todkaffee. So. Ja. Hey, würdest du vielleicht dein, also ja, ich denke, das brauchen wir nicht alles vorzulesen. Das bringt's nicht. So, jetzt werde ich mal geschwind machen. Thank you.
ihr könnt mal in Kommis schreiben, was ihr so Weihnachten wünscht. Ich denke mal, alle, die Nintendo 3DS haben, werden sicherlich, wenn sie es nicht eh schon gesorgt haben, Pokémon Sonne oder Pokémon Mond holen, je nachdem, was sie lieber mögen. Weil das ist jetzt zumindest eins der Highlights auf Nintendo 3DS. Die musst du mir farbig machen. Was sicherlich auch ganz cool werden wird, ich bin zuversichtlich, ist auf jeden Fall Super Mario Maker von Nintendo 3DS. Denn das erscheint ja auch am 2. Dezember. Freue ich mich persönlich auch und drauf, obwohl ich nicht mal 3DS besitze, freue ich mich trotzdem drauf. Weil das sicherlich ganz cool wird und auch die Idee der folgenden Zeiger. Das ist nicht wahr, es ist sicherlich ganz gut für Nintendo. Das muss man ihn schon lassen. Und wir gehen in einen Kampf. Jetzt gibt's auf Maul. Ja. Nimm mal zwei Karten. So, sollten wir mal. Also Leute, an dieser Stelle, haben wir es erledigt. Das ist nice. Achso, jetzt sind wir auch bald viertelstündig am Handwerk, Mensch. Ihr wisst, was der Teich kleide. Eine Garde. Eine Garde. Ein Zeiger, der so einen Stachel hat. Ich wollte mal, ja, ich weiß. So, jetzt tun wir die zwei Zeigers hier als nächstes irgendwie loswerden. Wir probieren es zumindest. Und los geht's. Und den ersten haben wir schon mal weg, weil der mit den Stacheldingern, der ist am gefährlichsten tatsächlich. Der kann am meisten Böses tun. Ne, wie das sexy Batman, willst du Ärger machen? Wollen wir zusammen Ärger machen? Das muss jetzt sein. Obwohl das Video wahrscheinlich nicht kennt. Ich tue es vielleicht mal in die Videobeschreibung. Okay. Und besiegt. Nice. Oh, da gibt es wieder einen Haufen Stuff, den wir bekommen. Dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. So sieht's aus. Sprung Karte haben wir erhalten, das ist nice. Die Farbe ist für mehrere Zwecke wichtig. Einmal natürlich dafür, dass man hier Sachen mit Farben machen kann. Dafür kommt man Karten, Münzen etc. Und ist auch wichtig fürs Kämpfen, um die Karten zu färben. Die sage jetzt mal am Rande. So, ja, wir sind ja auch in 16 Minuten jetzt hier dran, dementsprechend werde ich den Part jetzt hier, hier gab es gleich Ungewitter mal beenden, liebe Leute. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. So.